Hey Unicorns da draußen, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu diesem Video. Seid mal ehrlich, kennt ihr das auch? Ihr freut euch wochenlang auf euren Urlaub und dann passiert lauter Mist, der euch nur stresst? Ich kenne das, denn mir ist es die letzten Tage so gegangen, aber das hindert mich nicht daran, dieses Video zu drehen und euch ein paar interessante Hacks zu zeigen, wie ihr eure Reise noch einfacher und stressfreier gestalten könnt. Ganz viel Spaß! Dann beginnen wir doch schon mit Hack 1. Es ist ganz einfach, mein Tipp an euch: packt genau einen Monat im Voraus. Früher habe ich immer nur kurz gepackt, ich hatte immer nur Stress, aber ein Monat ist genau optimal dafür, dass euch wirklich alles einfällt, was ihr mitnehmen könnt und ihr eine stressfreie Zeit vor eurem Urlaub genießen könnt. Damit kommen wir auch schon zu Hack 2. Kennt ihr das auch? Ihr wollt unbedingt ein paar DVDs mit in den Urlaub nehmen, aber habt einfach keinen Platz für so viele Packungen. Dafür gibt es einen ganz einfachen Hack, und zwar diese selbstgebaute praktische DVD-Päckchen, bestehend aus entweder Frischhaltefolie oder, was ich hier benutzt habe, ein Gefrierbeutel. Ihr legt einfach ein großes Stück Gefrierbeutel bzw. Folie auf den Tisch, legt nacheinander auf einer Ebene die DVDs, sodass sie sich nicht überschneiden und verkratzen können, auf die Folie. Sie sind komplett fest hier drinnen. Dann klappt ihr alles komplett zu und habt dann dieses tolle Päckchen mit ganz vielen verschiedenen DVDs drin, die weder verkratzen noch verrutschen noch verschwunden gehen können. Liebst du Kaffee genauso wie ich? Dann ist auf jeden Fall dieser Hack was für dich. Für alle Kaffee, Tee, Kakao, was auch immer Trinker in der Früh, die einfach keine Zeit mehr zu Hause haben, ist das optimal. Dieser Kaffeebecher hier von Starbucks oder noch andere Kaffeebecher, die es im Internet zu kaufen gibt, wie zum Beispiel Keramikbecher oder Bambusbecher, sind eine optimale Hilfe dafür, dass du deinen Becher ganz gechillt von zu Hause mit ins Auto nehmen kannst und noch in Ruhe vor deiner Reise deine gewünschte Menge hier trinken kannst, ohne dass du dich zu Hause stressen musst und eventuell den Flieger verpasst. Puh, so viel Klamotten und so wenig Platz im Koffer, hast du das Problem auch? Da gibt es eine Lösung. Und zwar hat eine japanische Studie ergeben, dass wenn man die Kleidung nicht faltet, sondern rollt, sie viel leichter ist, im Koffer zu transportieren. Das heißt, ich werde es einmal zusammenlegen und dann von unten her rollen. Ihr solltet natürlich darauf achten, dass keine Falten hereinkommen. Das mache ich aus zeitsparenden Gründen jetzt nicht. Aber hier habt ihr optimal und platzsparend euer Kleidungsstück, es verknittert nicht und ihr findet es leicht im Koffer wieder. Bleiben wir bei Klamotten. Und zwar habe ich hier zwei Hacks in einem, und zwar ein sehr schönes zusammengelegtes Päckchen. So kann man Einzelteile leichter zusammenlegen, indem ihr sie einfach optimal zusammenfügt. Und so habe ich hier ein Bikini-Höschen, ein ganz normales Bikini-Oberteil und eins meiner Lieblingsparfüms. Das geht ganz einfach so. Ihr nehmt ein Bikini-Oberteil eurer Wahl, legt es aufeinander, sodass es schon mal platzsparend ist, klappt das Unterteil hier rein. Nehmt das Höschen, legt es zusammen, nehmt die Glasflasche, legt sie in die Mitte hier von eurem Bikini-Oberteil und das andere oben. So habt ihr ein ganz einfach zusammengefaltetes Bikini-Päckchen schon mal und euer Gefahrengut ist auch sehr gut geschützt. Zwei in einem hält besser. Kennst du das, den Geruch von frischem Deo? Einfach lecker. Damit eure Schuhe nicht anfangen zu stinken im Koffer, ein ganz einfacher Hack für dich. Putzt die Unterseite der Schuhe mit Seife und trockne sie ab. Geh mit dem Deo einmal komplett über die Unterseite und stecke den Schuh dann in so eine Frischhaltefolie. Mach das Ganze kompakt, sodass es nicht mehr offen ist. Mach das so mit all deinen Schuhen, die du mitnehmen möchtest. Alle Schuhe sind vollkommen geruchsfrei und du hast eine sehr gut duftende Wäsche im Koffer. Passend dazu ganz einfach dieses Bäumchen, das hier steht. Mein Tipp an euch: nehmt ein Zitronenblatt oder auch, wenn ihr das nicht zu Hause habt, ein Stück Seife, legt es in die Mitte des Koffers, packt ganz normal weiter, wie ihr es gewohnt seid und ich verspreche euch, der Koffer wird angenehm, entweder nach Zitronenblatt duften oder nach dem Stück Seife. Und ihr könnt auch eure frische Wäsche nach Tagen noch angenehm anziehen, ohne den muffigen Geruch daran zu spüren. Hast du es auch schon mal erlebt? Du kommst an deinem Flughafen an, bist gerade geflogen, freust dich auf das Gepäck und endlich zum Hotel zu kommen. Und was passiert? Euer Koffer oder der Inhalt ist beschädigt. Bescheuert, oder?
Dem kannst du ganz einfach vorbeugen, indem du einen Aufkleber nimmst, ob es jetzt Paketband ist oder was anderes. Hauptsache, es kann an dem Koffer kleben und fragile drauf schreibst. Das bedeutet, dass die Leute sorgsamer mit deinem Koffer umgehen sollen, weil Gefahrgut oder zerbrechliches Gut dran ist. Und du hast einen Schutz mehr für deinen Koffer. Bleiben wir auch gleich bei Schutz und kommen zum allerletzten Hack für dieses Video. Es hat mit dieser Büroklammer zu tun, eine ganz einfache Büroklammer. Und zwar klappst du sie einmal so nach unten und es dient dazu, deinen Koffer noch mehr Schutz zu geben, damit der Reißverschluss, falls vorhanden, nicht aufgeht. Nimmst dann das Teil, gehst an die zwei Ösen des Reißverschlusses links und rechts, klappst es ganz einfach wieder zu und fest und kompakt sind deine Reißverschlüsse, damit niemand aus Versehen an deine Wäsche geht und die Sachen aus deinem Koffer klappt. So, das war's auch schon wieder mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt ein paar nützliche Tipps und Hacks aus dem Video für euch benutzen. Bitte seid ein bisschen nachsichtig mit mir. Es ist mein allererstes Hack-Video, aber schreibt mir gerne kreative Kritik in die Kommentare und Ideen für neue Hack-Themen, die ich dann ausüben kann. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Stay Unicorn und bis bald.